Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Police Stories. Jetzt mit Kapitel 15 Austrittswunden. Besprechung. Zentrale. Der letzte Sprengsatz befindet sich im GPT Tower, einem der größten Geschäftszentren der Stadt. Witzig. Eine der Firmen, die was mit Stone and Roberts zu tun hat, besitzt dort ein Büro. Und jetzt ist das ganze Gebäude randvoll mit bewaffneten Söldnern, wobei Eli Stone persönlich den Anführer spielt. Zufall? Wohl kaum. Schwierigkeitsgrad 7. 2 falsche Zivilisten, 5 normale Zivilisten und 13 Verdächtige. Ja, wird bestimmt lustig. Standard-Set nehme ich mal wieder. Oh, wir dürfen mittlerweile auch was nehmen. Der 5. Slot wird... Ah, Blend kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Warte mal, das war das Set von ihm hier, oder? Was war das denn nochmal? Das war Durchbruchskit oder sowas, ne? Ne, ein Defi. Wir hatten den Defi hier, ne? Das ist der Defi. Den Defi lasse ich da. Ich nehme die Blend einfach. Und du, mein Freund... von ihm. Oh, der hat ein ballistisches Schild. Ah, der ist neu. Okay. Du kriegst ein ballistisches Schild. Ich will testen, was das ist. Genau, der Durchbruchskit, Munition und Dietrich, er hat alles, was wir brauchen. Okay. Ich bin der Killer, er ist der Spezialist. Das ist der letzte. Also sollten wir uns beeilen. Der letzte Sprengsatz wird zum Geschäftszentrum GPT Tower gebracht. Von niemandem geringeren als Alexander Mizianin irgendwas. Einen renommierten Marketing- und PR-Spezialisten, der für seine Zusammenarbeit mit Eli Stone bekannt ist. Offenbar wollte Eli Stone alle seine Brücken zu dieser Stadt abbrechen. Und wenn man sich den Funkverkehr mit der Polizei so anhört, dann erfährt man, dass Stone höchstpersönlich in diesem Geschäftszentrum sein soll. Ja, das hat man in der Besprechung auch schon. Holen wir uns diesen Wichser. Genau. Telefon, Telefon. Get down now, du kleine Motherfucker. Made. So. Mach mal Handschellen dran, ich nehme das Kokain. Koks oder sonst irgendwas. Kokain ist fast dasselbe. Okay. Oh, ups. Den wollte ich nicht erschießen. Bist du allein? Guter Typ. Oh, geht mal jemand ans Telefon, das nervt ja. Bleib mal hier. Go. Affirmative. Nicht die Tür aufmachen. Jetzt gehst du da rein. Oh, hands up. Und ich geh hier rein. Get down. Hätte nicht funktioniert, mein Kumpel guckt leider auch in die falsche Richtung. Fall in and stay close. Nee, warte mal. Machen wir nochmal. Go. Affirmative. Gehst denn dahin? Los. Get down now. Das geht doch. Das geht besser. Er muss einfach mitten in den Raum rein. Regroup on me. Suspect spotted. Okay. Guck erstmal, was drin ist. Roger that. Suspect spotted. Eine zivile Person, das kriegen wir lock hin. Lockpick the door. Roger that. Hands up! Sehr viele Zivilisten hier eigentlich. Guck dir den Raum auch nochmal an. Camera under the door. Kann ich den Sprengsatz? Diffuse that. Roger. Nur er kann, okay.
Get down. Oh, fuck. Ich habe eigentlich gedacht, mit ein, zwei Schuss, dann ist er tot. Aber nein, der hat natürlich wieder viel ausgehalten. Oh, hier gibt es diesmal zweimal. Das ist ein Graspaket und das ist ein Kokainpaket. Jetzt habe ich meinen Kumpel viel Spaß. Und die Tür hat sich hier gerade geändert. Alter, von hinten kam der. Reflexe wie Ninja hier. Unlocking the door now. Copy that. Get down now. Ups. Okay, kein Kommentar. Ich wollte den eigentlich noch unboxen, hab aber die falsche Taste gedrückt und ja, war zu weit weg und naja, alte Probleme. So, diesmal ist hier gar nichts. Hier einmal Pfefferspray in die Fresse. Copy that. Dann kannst du ihn auch festnehmen. Secure the target. Roger. Get down now. Regroup on me. Get down now. Ups, unerlaubte Gewaltanwendung. Passiert. So, jetzt machen wir hier wieder so Teamspiel. Du gehst hier rein. Los, go, go, go. Hands up! Okay, nur Drogen. Get that. Roger that. Okay, okay, selbes Spiel nochmal hier. Go, go, go. Roger. Suspect spotted. Meine Tür ist zu. Der hat gar nichts gecheckt, der Typ. Fall in on me. Du gehst da mal hin, ich gehe auf die andere Seite. Suspect spotted. Get down now. Okay, Offizier, Offizier sei schon. Officer verletzt. Disable that. Ah ja, wir haben ja noch die Bombe, die habe ich ja ganz vergessen. Scheiße. Sauber. On the ground now. Ah, nur noch ein falscher Zivilist. Fall in and stay close. Hands up. Get down. Zip him up. Copy that. Get down now. Bombe habe ich gefunden. Brauchen jetzt aber ein bisschen. Scheiße. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir von hinten ihn angreifen können. Ah, ich muss doch diesen Code kriegen, verdammt. Los. On the ground now. Pfefferspray, los, an die Fresse oder so. Roger. Okay, ist zu spät. Get down. Zeit rennt davon. Fall in on me. Wo ist er hin? Feige Ratte. Brauch einen Code. Okay, brauche ich nicht mehr. Hat sich gerade erledigt. Hands up! Ach, los, jetzt aber. Spray in die Fresse. 57,89, das habe ich doch gleich wieder vergessen. 57,89, 57, Kugelschreiber schreibt nicht. 89, jetzt schreibt er doch, okay. Nur so, falls in 2-3 Minuten kann viel passieren. Und sie müssen die Bombe wieder finden.
Und natürlich alles überleben. Das heißt, hier, komm mal rein. Get over there. Roger that. Oh, hier geht es wieder zu. Wieder schlecht vorbereitet. Okay. Clean. Go. Roger that. On the ground now! Oh nein! Okay, festnehmen. Secure the target. Affirmative. Alter, fast schief gegangen. Auch weil ich wieder gezielt nur ein, zwei Schüsse abgegeben habe. Das funktioniert ja meistens, aber nicht immer. Das ist halt das Problem. Secure that. Affirmative. Aber jetzt müssen wir mal taktisch vorgehen, damit wir dieses Ding ja auch hinkriegen. Suspect spotted. Get down now. Weil dieses Telefonlevel nervt ein bisschen. Fall in and stay close. Hands up! Arschloch. Suspect spotted. Get down now! Best tip him up. Affirmative. Get that. Roger. Get down now! Regroup on me. Get down! Ich brauche einen Anwalt. Nee, du brauchst was ins Gesicht. Eine Faust. Okay. Passt 2 Minuten. Get down! Hands up! Secure the target. Roger that. Fall in on me. Oh! Suspect spotted. Suspect spotted. Mach die Tür wieder zu. Scheiße, ist ja voll Gänggebiet hier. Trotzdem die Bombe entschärfen. Ich heile mich mal kurz. Fall in and stay close. Fuck, hat mich schon wieder verwundet. Haben wir noch. Stand down. Regroup on me. Jetzt machen wir nur mal kurz reingucken. Secure that. Mehr haben wir nicht Zeit. We have a dead suspect. Oh, sammel das auf da, Mensch. Roger. Heads up. Irgendwas Kokain. Secure that. Roger. Oh, hier ist noch einer. Ist es auf die Fresse, mein Freund. Nur Gewalt ist die Lösung. So, 57. Jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Ich glaube, es war eine 7. Geschafft. Wunderbar. Oh, nee, das wollte ich nicht. Fall in on me. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Ich glaube, einer ist weggerannt, ne? Hey, renn mal vor, ich will nicht sterben. Was nur... Verwundet, ne? Hinterher, mein Freund. Einen nehme ich nochmal schnell fest. Einen hatten wir schon? Nee. Oder ist das der, der sich da jetzt da... komm mit, ich will ja nicht sterben. Nee, haben wir noch nicht. Kamera. Check behind the door. Affirmative. Suspect spotted. Durchbruchskits. Deploy C4. Roger that. Kein Risiko mehr eingehen. Go, 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 go. Sackgesicht. So, seine Frau wird ihn nicht mehr wiedererkennen. Das waren gezielte Kopfschüsse. Nein! Nein! Ah, fuck it! Scheiße! Ich sag auch noch, nichts riskieren, ich renne einfach rein. Oh, Mann. Scheiße. Nein. Und hier dieses Telefon. Wer baut denn Songs mit Telefongeräuschen ein? Get down now. Best name. Zip him up.
Affirmative. Get down! So, die Nase. Oh, so kann ich ja auch informieren. 9410. 9410. Beverly Hills 9410 oder sowas. So. Regroup on me. Okay, fängt das schon mal gut an. Einmal die Tür reintreten. Affirmative. Use the lockpick. Roger that. Get down now! Oh, hat er mich erwischt. Get that. Affirmative. Fall in on me. Go. Roger. Get down now! Festnehmen. Secure the target. Affirmative. On the ground now! Fall in and get stay down close. Now! Ja, die Bombe war jetzt meistens immer links. Wird es wahrscheinlich auch sein. Oh, renn du da mal lang, ich renn hier lang. Suspect spotted. Weil hast du ihn entkommen lassen, du Horst. Disable that. Copy that. So, gucken wir gleich mal hier die Räume. Die sind ja letztes Mal gestorben, da wird bestimmt sich wieder einer verstecken. Ah, ich könnte mich mal heilen, Suspect verdammt. Oh. Dann nutzen wir nochmal einfach ein Durchbruchskit. Low and open. Affirmative. Ja, macht's richtig. Get down now! Hands up! Get down now! Okay, weiter, weiter, weiter. Regroup on me. Okay, auch nochmal rein. Camera under the door. Copy that. Suspect spotted. Ups. Get down! So. Stand down. Fall in on me. Nee, komm mit, komm mit, komm mit. Der ist in die Küche gerannt. Das war eine 1er. Oh! Scheiß dreckiger Zivilist. Das war wirklich blöd. Das kriegen wir noch hin, das Level. Das kriegen wir noch hin. Get down now! Zip him up. Copy that. Suspect spotted. Hat er mich schon wieder getroffen? Oh, das gibt's doch nicht. Warum treffen die mich immer? Hands up! Gut, wir sollten mal jemanden auf die Fresse hauen. Wir haben jetzt die Bombe. Fall in and stay close. Reingerannt. Get down now! Hands up! Sprühen? Ach nee, sollst du eigentlich ins Gesicht sprühen, aber... On the ground now! Regroup on me. Get down! Nein! Ach, ich wollte den 7766. Get down! Versuch's mir mal zu merken. 7766. Ins Gesicht sprühen. Roger. Anschellen. Zip him up. Roger that. Get down now! Fall in on me. Wo ist der andere Typ hingerannt? Das hat er echt. Wo ist der hin? Get down now! Secure the target. Affirmative. Tür ist zu. Fall in and stay close. 7766, Bombe haben wir auch. Ich bin unschuldig. Alter, das gibst du nicht. Das war fies. Ah. Gut, kann ich wieder vergessen, den Key. Code meine ich. Fuck, ey. Secure that. Affirmative. Wir hatten schon Missionen mit Schwierigkeits 9.
Da haben wir. Das war einfacher als diese hier gerade. Das ist. Zip him up. Roger. Get down now! Okay, Raum ist leer. Fall in on me. Go. Roger that. Heads up! Scheiße, er hat keinen Code gesagt. Wahrscheinlich, weil ich zweimal geschlagen habe. Opening the door. Roger. Get down! Ah, oh, hat er mich erwischt? Get that. Copy that. Get down! Ah, ich hab dich gehört, du kleine Sackmale. Get down! Wir brauchen den Code und die Bombe. Get down. Secure the target. Affirmative. Get down now. Die sind einfach immer so stark, die Typen. Das gibt's doch nicht. Regroup on me. Defuse that. Affirmative. Pfefferspray, los! Spray him. Ups, ich hab glaube ich meinen Kumpel angeschossen. Tut mir leid. Fall in on me. Hands up! Pfefferspray. Use Pfefferspray on him. Roger that. 96, 26. Zip him up. Copy that. Heads up! Secure the target. Copy that. Get down now! Get down! 96, 26. Regroup on me. Gut, ups. Bombe haben wir entschärft, aber jetzt müssen wir nur noch überleben. Das ist irgendwie das Schwerste hier in diesem Level. Check behind the door. Roger. Suspect spotted. Durchbruchskits. Deploy a breaching charge. Affirmative. Einmarschieren. Das hilft jetzt auch nicht mehr, den Code kenne ich schon. Gut, renn du mal dahin. Get over there. Roger that. Suspect spotted. On the ground now. Suspect spotted. We have a dead suspect. Aha, du hast jemanden gekillt, ganz cool. Nein! Alter! Das waren Killerreflexe. Habt ihr das gesehen? Hands up! Get down! Ah, es gibt immer noch irgendwo einen, der rumlungert. Scheißhäuser vielleicht? Nee. Oh, da habe ich Drogen vergessen. Im Eifer des Gefechts, das wollen wir nicht liegen lassen. Haben wir jetzt festgenommen, ja, ne? Get down now! Fall in on me. Oh, wir haben noch eine Besenkammer. Da könnte entweder Boris Becker drin sein oder. Ein Verbrecher. Get down! Oh, vielleicht bist du es ja auch schon gewesen. Nee, immer noch einer. Stand down. Fall nee, komm jetzt. Mach mal die Tür auf. Roger that. Get down now! Ah! Woo! Get down! Liegt hier noch Drogen? Nö, dann. Fertig! Mission complete! C+, boah, reicht mir. Das war's, Stone. Jetzt gibt's keinen drin mehr. Zeit, dass du für alles bezahlst,
was du angerichtet hast, du Wichser. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Nur, damit ihr es wisst, S&R war nur ein ausführendes Organ. Und unsere neuesten Kunden kennt ihr. Und zwar mehr als nur flüchtig. Es ist nämlich euer guter Freund Polizeichef. Was? Warum sollte er sich auf sowas einlassen? Ja, ich weiß nicht, aus welchen Beweggründen er diesen ganzen Scheiß abgezogen hat. Und ganz ehrlich, es ist mir auch scheißegal. Solange ich mich nur an dem Chaos ergötzen kann, das ich angerichtet habe, ich... Kopfschuss. Das war daneben. Dein Leben liegt nicht in meiner Hand. Verstärkung wird bald eintreffen. Dann kommst du so schnell wie möglich in den Knast. Die Justiz wird über dein Schicksal entscheiden. Ich hoffe, du kriegst das, was du verdienst. Und ich hab dich nicht verfehlt. Ich hab absichtlich in die Luft geschossen, du Idiot. Komm schon, Rick. Setzen wir uns mit dem Chief zusammen. Hä? Hat er nicht was mitgekriegt? Der Chief ist doch der Bösewicht. Gut, das war Mission oder Kapitel 15. Ich würde sagen, wir machen einen Break und nächstes Mal geht's weiter mit Fall abgeschlossen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich freuen. Haut rein, ciao!